Abo, neue Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Wir befinden uns jetzt bei dem Fischerdorf Patara und es ist 0.33 Uhr. Wir haben ja in der vorigen Folge Hasans Amulett aus einer Truhe gestibitzt. Ja, klasse. Aber es gibt ja noch die Truhe von Goa Asur, oder Asur besser gesagt, und die versuche ich jetzt auch mal zu öffnen. Aber auf der einen Seite habe ich ja ihn hier, der die ganze Zeit da rum steht und eventuell was sehen kann. Aber was er nicht gesehen hat, ist, dass ich die Truhe von Hasan, nicht von Hasan, sondern von Abdul geöffnet habe. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, also hier kann keiner was sehen, ob ich da was knacken kann. Okay. Gut. Das gibt's ja nicht. Oh. Na also, jetzt endlich. Ah, 150 Gold, das kann sich ja mal ein bisschen lohnen. Also, die haben wir jetzt auch geknackt, die Truhe. Würde ich jetzt hier zum Gabentisch gehen, würde mich der Assassine natürlich bestrafen, indem er mir einen überzwirbelt. Das wollen wir mal eben verhindern. Ich habe mal im Off einen Spruch genommen, der da heißt Schlaf. Und darauf reagiert er auch. Dann können wir wieder zurückgehen. Und mal eben schnell den Gabentisch bescheren. Bescheren, den Gabentisch bescheren, das ist gut. Ja. Erinnert irgendwie an Weihnachten, ne? Ja, Lebensmittel. Oh, hier noch ein Stängel Sumpfkraut, Fischsuppe, Brot, noch eine Tomate. Ehrlich, ich glaube, dann haben wir es. Ah, oh, ne, hier ist auch noch was. Okay, aber das ist außer Sichtweite. Außer Sichtweite von dem Assassinen, der vor der Tür steht. Lecker Brot, Käse. Ja, das haben die alles da bei sich im Kämmerchen gehabt. Immer schön unverpackt, damit er nicht schimmelt. Aber dafür trocknet es schnell aus, das ist klar. Kühlschrank gab es damals noch nicht. Sei denn, man hat eine kühle Grube wie im Mittelalter gebaut, wo man da die Lebensmittel aufbewahrt hat. Ja, ich glaube, dann haben wir es jetzt. Und dann schleichen wir uns auch wieder raus. Yeah, das Ganze ging ja wunderbar. Assassine, ja, ne, guck, bin wieder da. Reichlich befüllt. Mit allen schönen wunderbaren Gaben, die unseren Magen laben. Ja, okay. Hasans Amulett, ergo, Moment, wo habe ich denn jetzt? Uga Amana. Müssen wir nach Amana? Haben wir die richtige Klamotte an? Ja, wie haben die an? Und dann geht's nach Amana. Und wollen mal Hasan einen Besuch abstatten. Aber der wird wahrscheinlich, ja, es muss erstmal ein bisschen reingerendert werden, weil wir haben natürlich einen riesen Transport hinter uns. Was machen wir denn jetzt am besten? Wollen wir mal eine Runde schlafen und wenn ja, wo? Weil ich weiß nicht, wo Hasan ist des Nachts. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Hier ist Pfeil und Bogen. Ah, da ist ja der Sadik. Star Trek. Vulkanier namens Sadik. Richtig. Ich überlege gerade. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Raus hier. Ja, okay, Sadik. Ja, alles mach, klar. Dass du wegkommst. Spitzohr, ist gut. Ich will jetzt aber schlafen. Kann ich bei euch schlafen? Ihr armen Sklaven. Immer in diesem Käfig. Ich finde das nicht gut. So, wo kommen wir denn hier rein? Irgendwo gab es doch hier so eine Hauptgeschichte. Ja, genau. Richtig. Exakt. Hier darf ich ja. Oder Moment mal, oder sitzt Hasan da eventuell? Nein. Stopp. Hasan ist ja hier ums Eck. Grüß dich, Hasan. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ja bald Weihnachten. Hier hast du dein Amulett. Sehr gut. Dafür sollst du dieses Gold zur Belohnung bekommen. Mhm. Ah, es gibt noch eine Aufgabe. Aber wir gucken erstmal exakt ins Logbuch rein, ob Hasans Amulett erfüllt ist. Das sieht danach aus. Mhm.
50 Erfahrungspunkte und 100 Gold. Ein bisschen Gold bekommen, ja. Dann speichern wir nochmal und fragen, ob Hassan noch eine Aufgabe hat für uns. Hast du vielleicht noch eine Aufgabe für mich? Ja, das habe ich. Ich habe hier eine wichtige Botschaft, die zu Malik muss. Wer ist Malik? Er ist der Hauptmann unserer Männer im Billardturm. Ein großer Wachturm, der die Gebirgsstraße hinunter in das Tal von Ashtad überwacht. Du musst in Richtung zum Pass nach Ishtar und noch ein gutes Stück darüber hinauslaufen, um dorthin zu gelangen. Was bekomme ich für diese Arbeit? Malik soll dir 100 Goldstücke für deinen Dienst geben. Und nun beeil dich, die Nachricht ist sehr wichtig. Ja, nicht wahr, dann werden wir das gleich tun. Und ich weiß, wo der Turm ist. Der ist nämlich mit einem Steinchen zu erkunden. Und zwar mit dem Runensteinchen zum Beleaturm, ha? Nicht wahr? Bin ich ja toll, dass auch Schweizer ihre Stimme geliehen haben. Für diese wunderbare Mod Malik. Der kann ja nur hier drin sein oder irgendwo. Das sind ja hier sowieso die Aufpasser. Oh, nicht da rein. Beziehungsweise da dran. Und Malik pennt ja auch. Apropos pennen. Die sind mit dem Rücken zu mir. Die wachen nicht auf. Ergo. Schleichmodus und Angaben laben. Wenn es denn klappt. Weiß es nicht. Das scheint wohl zu klappen. Es kann auch sein, dass feststellen sollten hinterher, Junge, du hast dir was mitgehen lassen. Mein Gott, kann man hier viel mitgehen lassen? Das ist ja irre. Gold liegt hier einfach so offen rum. Dann hier Leder... okay. Lederbeutel. Ach nee, das sind nur Tabake. Da kann man sich wieder voll zudröhnen hier. Was ist denn hier? Ist da hier noch irgendwie ein Sack mit Mehl? Nein, ist kein Sack mit Mehl. Ja, schön, dass die nicht gucken. Das ist sehr gut. Was war denn hier noch? Ein Bolzen liegt hier. Ein Schinken. Van. Ist ja, oh Alter, hier kann man sich echt... Hier kann man... Leute, was ist das für ein reich gedecktes Regal? Käse. Nur leider gibt es hier... Ich weiß, es gibt irgendwo so einen Zusatzpatch, wo man halt so ein Schnellloot machen kann. Aber sowas will ich nicht installieren. Und möchte ich auch nicht ausprobieren. Oh Alter, hier gibt es... noch Waffen. So, Krummschwert, Langbogen, Krummschwert. Ich glaube, das war's dann an der Stelle. Ja, vielleicht sollten wir uns dann an die Truhe versuchen. Ich speichere nochmal lieber. Und versuche mich an eine Truhe. Die muss ja auch geknackt werden. Also, fangen wir mal an. Mhm. Super. Und was haben wir lecker drin? Wir haben einen Pfeil drin, wir haben Bolzen, Gold und Teleport zum Beliaturm. Haben wir ja schon. Aber doppelt hält besser. Klasse. Okay. Dann gehe ich mal hier aus dem Schleichmodus raus. Ja, sind sie aufgewacht. Was ist los? So, hier ist ja wieder so eine Statue. Ich mal gucken, ob hier nicht auch eventuell was ist. Hier ist eine schöne Aussicht zum Sternenhimmel. Sternenhimmel. Oh, wow. War ich hier schon? Manchmal sehe ich Dinge, die ich vorher noch nie gesehen habe. Manchmal sehe ich Dinge, die ich noch nie sehen kann. Oh, hier ist einer. Okay, nur Wache. Gut, ja, jetzt kann ich mich erinnern. Hier war ich doch schon mal. Okidoki. Yep. Okay, letztes Stückchen runtergejumpt. Und jetzt werden wir Malik mal fragen. Oder, Moment mal, ich sollte doch nochmal ins Logbuch gucken. Ja, grüßt euch, dass ihr alle da seid. Botschaft zum Beliaturm. Ich soll für Hassan eine Botschaft zu Malik, dem Hauptmann der Assassinen im Beliaturm, überbringen. Das Gold hierfür bekomme ich von Malik. Ich soll sofort aufbrechen, weil die Nachricht sehr wichtig ist. Aber ich will doch selber erstmal die Nachricht lesen, das mache ich mal. So, hier ist es nämlich. Versiegelte Botschaft von Hassan. Eine Nachricht von Hassan an Malik, Hauptmann des Beliaturms. Gibt natürlich zwei Alternativen. Entweder ich speichere mal Ahab und lese vorher den Brief.
indem ich ihn entsiegle. Malik, soeben habe ich erfahren, dass mehrere Nomaden gesehen worden sind. Anscheinend sind sie auf dem Weg zu deinem Turm. Hab also acht. Verstärkung kann ich dir leider nicht senden, auch nicht Kabir, vielleicht aber Torres in Uga. Möge Belia uns den Sieg schenken, Hassan. Ja, dann übergeben wir ihm mal den geöffneten Brief, mal gucken, wie er darauf reagiert. Ich soll dir diese Botschaft bringen, von Hassan aus Amana. So, zeig her. Du hast es gewagt, das Siegel zu öffnen? Mieser Spion, mit dir mache ich kurz einen Prozess. Okay, gut, okay, das war natürlich keine gute Idee. Trotzdem, Malik, wissen wir, was in diesem Zettel geschrieben steht. Von Hassan aus Amana. So, zeig her. Hassan richtet dir aus, dass du mir hierfür 100 Goldstücke geben sollst. Ja, ja, später. Jetzt will ich erst diesen Brief lesen. Verdammt, das sind schlechte Nachrichten. Was steht denn drin? Das will ich dir gerade auf die Nase binden. Trotzdem kannst du mir helfen. Du kannst dir noch weitere 100 Goldstücke verdienen. Interessiert? Was soll ich dafür tun? Einen Brief von mir nach Uga bringen. Und zwar zu Torres, dem Kommandanten der Krieger. Du kehrst aber erst zurück zu mir, wenn er dir ein Antwortschreiben mitgibt. Na schön. Ich übernehme den Job. Gut. Ich werde aber erst später dazu kommen, den Brief zu schreiben. Komm morgen wieder. Dann dürfte das Schreiben für Torres fertig sein. Ja, ist ja verständlich, ne? Weil er muss ja erstmal eine Runde schlafen. Okay. Dann machen wir doch mal. Was bis zum nächsten Morgen schlafen. So, dann fragen wir doch mal Malik. Steht er denn da noch in seiner Montur? Richtig, er steht. Hast du den Brief geschrieben? Hast du den Brief geschrieben? Nein, noch nicht. Komm später wieder. Ach ja, richtig. Es ist ja, es war ja mitten in der Nacht. Es war ja nach 0 Uhr. Also, na, mein Denkfehler, sorry. Kann passieren. Also nochmal. Schön bequem, dieses fellbezogene Bett. Und gut durchlüftet. Hast du den Brief geschrieben? Ja, hier hast du ihn. Der Weg nach Uga ist nicht ungefährlich. Sowohl die Wüste, wie auch die große Oase stecken voller Gefahr. Pass also gut auf dich auf. Ja. Wieso? Malik Buscher hat er übergeben. Jetzt hat Malik eine neue Aufgabe für mich. Ich soll morgen nochmal zu ihm kommen. Brief mitnehmen, Krieger im Uga bestimmt. Malik hat mir die Botschaft für Torres mitgegeben. Na dann auch nach Uga. Wieso warnt er mich mit irgendwelchen komischen Aufpassen? Die Wüste ist gefährlich. Sind denn neue Tierchen gespawnt? Weil ich könnte ja normalerweise im Grunde genommen cool wieder nach Uga mich hin teleportieren. Trotzdem schauen wir mal. Ach ja, richtig, gab's hier nicht noch jede Menge andere gefährliche Gefährlichkeiten, wie zum Beispiel, nee, die habe ich glaube ich weg. Ja, die sind ja alle noch über. Richtig, wie viel sind's denn? Es sind 1, 2. Okay, ich glaube, ich werde es mal wagen. Ja. Nachdem ich mich umgezogen habe, erstmal einen zu locken. Frohlocket diesen Troll hier. So, mach mal die Breite hier, richtig. Komm auf mich zu. Nehmen wir ein bisschen Abstand, immer Abstand halten. Ja. Hallo? Ach nee, ich muss ja eine andere Waffe. Das ist ja kein Golem, das ist ein Troll. Ja. Oh, und jetzt habe ich natürlich wieder hier dummerweise was Falsches. Natürlich habe ich die falsche Jahreszeit ausgewählt. Tageszeit ausgewählt, meine ich. Mann, oh Mann, ich Doofkopf. So, zack, zack. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es aber trotzdem noch. Ah, Mann. Nee, ich schaffe es nicht. Das sollte ich irgendwann mal in Ruhe machen. Weil sonst wird das nichts. Und außerdem. Nee, schade. Aber Versuch macht klug, ne? Ja, ich glaube, ich widme mich mir erstmal den wichtigen Dingen. Und zwar mit dem Brief an Torres, den ich jetzt mal nachgucken will, wo der ist. Ob der auch versiegelt ist oder so.
So, da ist er. Habe ich mir doch gedacht. Da war ich in der richtigen Zeile. Versiegelte Botschaft von Malik. Eine Nachricht von Malik an Torres, Kommandant in Uga. Bringt also gar nichts, den auch noch zu öffnen, weil dann wird der auch wieder misstrauisch. Also das kann man sich schenken, vorher reinzugucken, abzuspeichern und so weiter und so weiter. Ja, ich sollte mal ein Let's Play Stream machen, wo ich nur noch mit irgendwem hier rumspielen kann. Rolf, nee, irgendwie kann ich mit jemandem hier rumspielen, weiß ich. Oder ob ich das hier mit aufnehme, ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich vor, mal live zu streamen. Das nur so nebenbei am Rändern, am Rande. Muss nicht unbedingt Gothic sein oder irgendeine andere Modifikation. Ich habe mir nämlich schon was ausgedacht. Aber reden wir erstmal mit Torres. Ich sollte diese Botschaft von Malik bringen. So, zeig her. Aha. So. Verstehe. Ich soll übrigens Malik deine Antwort mitbringen. Gut. Werde bis morgen ein Antwortschreiben verfasst haben. Du kannst jetzt gehen. Ja, das ist der Roland. Als Postbote. Stopp mal. Dann machen wir das anders. Am nächsten Tag hat er die neue Botschaft fertig. Behalten wir uns mal lecker auch dran. Tja, schauen wir mal, ob wir hier einen Teppich zum Schlafen nehmen können. Den können wir nehmen. Meine Knie. Dann geht's wieder zu Torres. Bei Torresche, bist du noch vor der Türsche? Ist er auch. So, Torres, dann her mit der Botschaft. Hast du den Brief fertig? Ja, hier hast du ihn. Am besten machst du dich direkt auf den Weg. Ich weiß. Aber auch hier gucken wir mal, ob es was Neues gibt. Ob es auch wieder einen versiegelten Brief gibt. Irgendwo im Inventar. Versiegelte Botschaft von Torres an Malik, den Hauptmann in Uga. Witzig. So, Beliaturm war hier auf der 9. So, ein Hin und Her. Stellt euch mal vor, ich hätte zu Fuß bin ich jetzt an Malik vorbei? Nee, mehr waren. Hätte zu Fuß durch die Wüste latschen müssen mit den Briefen. Malik, wo bist du jetzt? Kann das sein, dass du oben auf dem Turm bist? Könnte sogar sein. Hab's nicht mehr so in Erinnerung. Auf dieser Seite wird er nicht sein. Da bin ich jetzt total plät. Nee, ist nicht. Dann schauen wir doch mal hier oben, ob Malik sich hier oben befindet. Ist er am Beten hier? Nein, ist er auch nicht. Dann gucken wir mal. Jawohl, da sind auf jeden Fall ein paar Peoples. Da ist Malik. Grüß dich. Ich soll dir diese Botschaft bringen. Von Torres aus Uga. So, zeig her. Hassan richtet dir aus, dass du mir hierfür 100 Goldstücke geben sollst. Ja, später. Jetzt will ich erst diesen Brief lesen. Naja, war nicht anders zu erwarten. Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Die hast du dir mehr als verdient. Hier, 200 Goldstücke. Du kannst übrigens Hassan mitteilen, dass ich sehr zufrieden mit dir bin. Schön. Es hat sich wohl mehr als bezahlt gemacht, krieg aber trotzdem nur 200 Goldstücke. Naja. Okay, dann machen wir mal die Geschichte wieder mit Hassan, ne? Aber vorher mache ich die Musikbox wieder an. So, auf zu Hassan nach Amman. Mein Gott, was ein Hin und Her. Naja, das ist eine Hin und Her-Folge, ne? Besser als Tim Ping-Pong. Jetzt muss ich mal gucken, wo könnte er sein? 8.43 Uhr, vielleicht ja noch. Was mache ich denn da? Nein. Entweder in dieser Gemächlichkeit. Hinten am Tisch. Oder oben. Na, hinten am Tisch. Malik hat deine Botschaft erhalten.
Das hat aber lange gedauert. Hast wohl herumgetrödelt, was? Nee. Nein. Malik hat mich sogleich nach Uga zu Torus geschickt und dieser mich danach wieder zurück zu Malik. Ach, so ist das. Gut, dann bin ich sehr zufrieden mit dir. Obgleich dir Malik sicher schon deine Belohnung gegeben hat, sollst du von mir auch noch was bekommen. Ach so. Hier, 50 Goldstücke, weil du so zuverlässig warst. Ja, ich bedanke mich, ha. Ja, das ist ja cool. Gucken wir mal in die Logi, Boggy. Erfüllte Mission. Botschaft zum Beliaturm. Jo. Das ist alles erledigt. Gefahr durch Schattenläufer ist auch erledigt. Dann gucken wir mal aktuelle Missionen. Schwarzmagierbuch. Tartaron wartet auf ein Buch, das ihm der Magier Almansor aus Ashdod senden wollte. Ich soll das Buch bei Almansors Diener Alvarez abholen. Wo war das? Ashdod. Habe ich noch irgendwie was anderes zu tun? Küstenwache. Ich könnte ja Patara mal befreien. Aber... weiß ich nicht. Ist riskant. Das ist riskant. Riskant ist auch, hier die Truhen zu öffnen, die ich bestimmt noch nicht geöffnet hatte. Hätte man machen können. Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Große Frage. Ich speichere mal ab. Ja, auf ins Bettchen, nicht aufs Bettchen steigen, ins Bettchen legen. Gut, dann mal bis Mitternacht schlafen. Oh, Moment mal. Bleiben die aktiv oder legen die sich alle hin? Legen sich alle hin. Oh, weia. Erstmal gucken, wieso die Lage ist. Kommen immer mehr rein. Ich glaube, wäre ein sinnloses Unterfangen. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Der eine steht mit dem Rücken dann zu den Truhen. Und die anderen, gucken wir mal, ob die dann liegen werden. Sich hinlegen werden. Das sind ja genug Betten. Da kommt noch einer rein. Oh, er hat sogar das Schild angelegt. Dann gucken wir mal. Okay, dann machen wir auch einen hier auf bequem. So, erstmal gucken. Oh, der Assassine verfolgt mich. Verdammt, was ist das? Nee, das ist nicht gut. Denn wenn ich mich nämlich dann... Hey, du! Genau. Was schleichst du da rum? Dann bringt's das auch nicht. Schade. Versuch wäre es wert gewesen. Vielleicht gibt's ja eine andere Möglichkeit und Situation, wo ich da mal... zugreifen könnte. Ja, aber was soll's? Ich werde mal wieder den Tag zur Nacht, die Nacht zum Tag machen. Ich finde diese Szene mal klasse. Herrlich. Hört sich so ein bisschen stumpf an, so plät. So, gucken wir mal. Wir haben hier noch ein paar Händler, zum Beispiel Karim. Hat er denn mittlerweile was Nützliches bei uns? So ist das. Ah, fällt mir gerade ein, Leute. Das ist bestimmt euch auch aufgefallen, was ich vergessen hatte, als ich bei Osiris, bei Othello gekauft habe. Genau, und das... Okay, falls ihr einen Kommentar schon drüber gelassen habt, ne, ich habe hier noch ein Elixier des Lebens. Das gibt mal 20 dazu. Völlig vergessen. Okay, da ist der Ausgang und mal überlegen, was dann als nächstes zu tun wäre. Denn ich glaube, jetzt ist es soweit, nachdem ich die richtige Taste gedrückt habe, den Zugang nach Ashdod zu bekommen. Den habe ich ja jetzt durch Tartaron. Mit dieser kann ich nun Ashdod endlich betreten. Da steht ja dann auch hier der Tempel von Ashdod. Genau das gleiche drin. Ja, wo geht's denn jetzt nach Ashdod? Also, gucken wir uns da mal die Karte an. Ashdod liegt also in einem Tal. Und rechts daneben ist der Belia-Turm. Das heißt also wieder zurück zum Belia-Turm. So, und dann irgendwie... Ne, so
noch Asch dort fetzen. Zu Fuß. Ja, dass da Beliaturm steht, das weiß ich. Also, der Beliaturm ist dort. Asch dort ist in die Richtung. Nicht wahr? Jawohl. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir lassen immer noch die Trolle außer Acht. Moment mal. Es geht hier irgendwo runter. Ja, da geht's runter, richtig. Das heißt also, da hinten ist Ashdod. Wenn, wir kennen ja den Weg ja noch aus anderen Folgen, wenn, W-E-N-N, was passieren sollte auf dem Weg nach Ashdod hin, wenn ich den überhaupt finden sollte, dann schalte ich mich wieder ein. Also bis später. So, am ersten Wegweiser unten angekommen, hier geht's nach Ashdod. Ich bin von rechts oben gekommen und jetzt vermute ich mal, ich müsste hier hin. Und das machen wir mal. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ja, aufgrund der Tatsache und nachdem ich mich ein bisschen besser gerüstet habe, dass es die richtige Richtung ist, stoße ich hier auch schon auf mehrere Pumaten. Pumas. 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 Pumaten. Astis Pumante. Shit. Die Panther sind natürlich auch noch ein bisschen garstig. Okay, ich habe ja nicht so viel einstecken müssen. So, dann machen wir den nächsten. Die nächsten, meine ich. Da sind ja gleich zwei. Jetzt muss ich mal auf die Zeit gucken. Ach du liebes bisschen. Ich werde es im Off machen, damit wir wenigstens noch ein bisschen weiterkommen. Also, bis später. Das sieht nach dem letzten aus. Nach dem letzten Puma. Okay, los. Jump auf mich zu. Wollte ausweichen, aber trotzdem hat er mir noch eine geballert. Okay, komm. Du wirst das jetzt nicht überleben. Dann gucken wir mal gleich weiter, ob es hier irgendwas versteckt gibt. Weil das ist hier so ein bisschen verärgert gewesen. Nein, 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 nein. Hier gibt es auch nichts. Also machen wir uns in diese Richtung weiter auf. Ja, also, es gab noch ein paar Pumas. In so Seitengässchen hätte ich beinahe gesagt. Und jetzt sind wir ja hier. Bei diesem, ja, wie heißt das Vieh nochmal? Habe ich da nicht auch einen Stein für, wo man sich hier hinbieben kann? Komm jetzt nicht drauf. Nee, hier geht's nach Uga, aber wo geht's nach Ashdod? Das müsste hier sein. Jawohl. Haha, gehen wir mal durch. Ja, ich glaube, hier waren wir schon durch. Sonst hätten wir hier garantiert irgendwas. Nee. Gesehen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber auch irgendwie nicht. Okay. Dann werden wir weiter durch. Hochlatschen. Ich mach dich fertig. Ihr seid so gemein. Wisst ihr das? Die Leute einfach so um die Ecke zu platzieren. Und ich renne hier lauflos. Nee, das geht nicht. Wer waren das? Sandro und Popandro oder sowas? Nein. Oh, shit. Jetzt muss ich mich hier mal außerhalb der Gefahrenzone bedienen. Und da der Kampf bestimmt ein längerer sein wird, werdet ihr in der nächsten Folge hoffentlich genauso aufmerksam sein. Oder unaufmerksam war ich ja eigentlich. Dass wir uns das mal angucken können in der späteren Folge. Ich bedanke mich, schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Ich freue mich. Ciao.